schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zu vier Punkten äußern. Erstens zur Frage Eurokrise, Situation Griechenland, zweitens zu Syrien, drittens zu den Anti-Nazi-Aufmärschen in Dresden und viertens zum geschäftsführenden Parteivorstand, der ja noch tagt, aber die wichtigsten Dinge schon besprochen hat. Erstens zur Frage Eurokrise und Griechenland. In Griechenland ist die Situation dramatisch und immer wieder werden neue und harsche Forderungen gegen Griechenland erhoben. Der Patient Griechenland ist von Merkel und Sarkozy mit der falschen Medizin behandelt worden und die Reformen, so werden sie bezeichnet, sind nichts anderes als eine Zwangsbehandlung, die das Land immer tiefer in die Rezession treiben. Und darum ist die richtige Lösung für Griechenland eine Unterstützung der Wirtschaft, ein Investitions-, ein Konjunkturprogramm und keine weiteren Auflagen, immer weiter die Wirtschaft und das Land kaputt zu sparen. Wir brauchen also dringend eine Unterstützung Griechenlands und vor allen Dingen kein verantwortungsloses Gerede über eine Pleite des Landes. Wer laut über die Pleite Griechenlands nachdenkt, der ist dabei, die Europäische Union zu beerdigen. Der nimmt quasi schon mal die erste Schippe Erde in die Hand, um diese Beerdigung durchzuführen. Wir wissen doch alle, wenn Griechenland fällt, dann fällt Portugal. Und wenn Portugal fällt, fällt damit die Europäische Union. Und das ist ein Ziel, das niemand, der Verantwortung trägt, haben kann. Die Kanzlerin Merkel ist ja nun wieder mit einigen Ministern nach Paris gereist, um Herrn Sarkozy im Wahlkampf in Frankreich zu unterstützen. Wir sind aber der Überzeugung, dass mit Wahlkampfgetöse die Eurokrise nicht zu lösen ist. Im Gegenteil, wir brauchen eine sachliche, eine vernünftige Politik und wir kommen nur aus der Eurokrise heraus, wenn wir endlich die Finanzmärkte regulieren, wirtschaftliche Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht bringen und vor allen Dingen denjenigen die Krisenkosten übertragen, die die Krise verursacht haben. Es wird immer noch geschwatzt über die Finanztransaktionssteuer und sie ist bisher nicht eingeführt worden. Deutschland hat ja die Vorstellung, allen anderen Ländern im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt die Schuldenbremse aufzuoktroyieren. Für uns ist die Schuldenbremse ein wirklich unkalkulierbares Klumpenrisiko. Und angezogene Schuldenbremsen bringen gar nichts, wenn die Fahrtrichtung nicht stimmt. Das ist eine Fahrt in die weitere Rezession. Zweiter Punkt, Syrien. Wir als Linke sind der Auffassung, dass das Töten in Syrien unbedingt aufhören muss. Und wir sind dafür, dass alle gemeinsam sich dafür einsetzen, dass in Syrien eine friedliche und demokratische Entwicklung möglich ist. Und wir sind solidarisch mit den Menschen, die für ein gerechtes und freies Syrien kämpfen. Und aus diesem Grunde bedauern wir, dass die UN-Resolution abgelehnt wurde. Nun stehen wir vor der Situation, dass eine neue Resolution ausgearbeitet werden muss. Ich finde es sehr schade, dass die Bundeskanzlerin ihre China-Reise nicht genutzt hat, um ihren Einfluss auf China auszuüben, um eine gemeinsame Linie in der Frage Syrien zu verabreden und auch auf die Bundesregierung hat augenscheinlich auch auf Russland keinen Einfluss entfalten können. Und gerade bei der China-Reise der Kanzlerin wurde ja deutlich, dass augenscheinlich nur die Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund standen und alles andere in den Hintergrund getreten ist. Und darum reicht es aus unserer Sicht nicht, pompöse Sicherheitskonferenzen durchzuführen, wenn man keinen Plan hat, wie der Konflikt in Syrien gelöst werden kann. Die Bundesregierung steht jetzt vor der Aufgabe, sich zu beteiligen an einer neuen Resolution, an der Ausarbeitung einer neuen Resolution. Und in so einer neuen Resolution muss festgelegt werden, dass jedes militärische Eingreifen ausgeschlossen ist. Von daher hat die Bundesregierung dort, glaube ich, eine ganz wichtige und zentrale Aufgabe zu erfüllen. Aber die zweite Frage, die im Zusammenhang mit Syrien zu beantworten ist, ist ja die Frage, was geschieht in der Bundesrepublik selbst?
Wir haben als Linke im Deutschen Bundestag scharf kritisiert, dass es immer noch keinen Abschiebestopp für politisch verfolgte Syrer aus der Bundesrepublik Deutschland gibt. Und der Verweis der Bundesregierung darauf, dass schließlich die Länder zuständig wären, ist scheinheilig und beschämend zugleich. Es gibt lediglich eine unverbindliche Empfehlung von Bundesinnenminister Friedrich an die Bundesländer, aber es gibt keine Sicherheit, was die Flüchtlinge betrifft. Darum sind wir der Auffassung und haben auch einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht, dass es einen formellen Abschiebestopp geben muss und dass darüber hinaus auch ein sicheres Bleiberecht garantiert werden muss. Flüchtlinge aus Syrien, die im Asylverfahren abgelehnt wurden, verfügen derzeit meist nur über eine Duldung. Und das ist kein rechtmäßiger Aufenthaltstitel, das ist ein Titel, der jederzeit wieder geändert werden kann und widerrufen werden kann. Zum 31.12. vergangenen Jahres lebten in Deutschland insgesamt 4.270 lediglich geduldete syrische Staatsangehörige. Dazu sind noch Staatenlose hinzuzurechnen, da gibt es natürlich keine konkreten Zahlen. Und noch im vergangenen Jahr, im Jahr 2011, wurden im Rahmen eines Rücknahmeabkommens mit Syrien Abschiebungen vorbereitet und vollzogen. Auch das ist etwas, was wir überhaupt nicht akzeptieren können. Unser Punkt ist, dass wir, wie gesagt, im Bundestag uns mithilfe eines Antrags, und ich hoffe, dass wir Unterstützung von verschiedenen Fraktionen finden, ganz klar zu dieser Frage positionieren, und wir wollen, dass es einen Abschiebestopp gibt und gesicherte Aufenthaltstitel. Ein zweiter Punkt, den wir natürlich auch von der Bundesrepublik aus fordern kann und muss, ist ein Verbot von Waffenlieferungen nach Syrien. Und insbesondere Russland muss die Waffenexporte nach Syrien einstellen. Wir wollen, dass verhandelt wird in Syrien, denn wir fürchten, dass eine militärische Eskalation Konflikte nicht lösen kann. Darum brauchen wir diplomatische Lösungen. Und auch hier ist die Bundesregierung mit Vorschlägen gefordert. Hier wäre ein breites Betätigungsfeld für Außenminister Guido Westerwelle. Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Vorbereitung auf die Aktionen gegen neofaschistische Aufmärsche in Dresden. Am 13. Februar und am 18. Februar werden Menschen aus ganz Europa, ich glaube wieder viele Tausend, gegen Neofaschismus in Deutschland und Europa demonstrieren. Die Linke ist Bestandteil eines Bündnisses, was die Blockade, die Verhinderung eines Nazi-Aufmarsches in Dresden um- und durchsetzen soll. Und ich glaube, besonders wirkungsvoll kann man sich den Nazis in den Weg stellen, wenn möglichst viele Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung sich beteiligen und natürlich auch diejenigen, die gerne bei Festveranstaltungen die Bürger aufrufen, sich dem Rechtsextremismus entgegenzustellen. Und aus diesem Grunde habe ich auch die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett aufgefordert, sich an der Demonstration für Demokratie und gegen Neonazis zu beteiligen. Ich habe für Mittwoch, für die Fragestunde des Bundestages, mündliche Anfragen vorbereitet, in denen ich Auskunft darüber erheische, ob die Bundeskanzlerin und Mitglieder des Kabinetts sich an diesen Aktionen beteiligen werden. Der eine oder andere sagt, wie kann man überhaupt solche Fragen stellen? Sowas ist doch in der Bundesrepublik gar nicht möglich. Ich will das historische Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Am 8. November 1992 gab es eine Demonstration von 350.000 Menschen in Berlin gegen fremdenfeindliche Gewalt. Sie erinnern sich, Anfang der 90er Jahre brannten in Ost und West Asylbewerberheime. Und dieser Aufruf war ursprünglich ausgegangen von den Fraktionsvorsitzenden aller Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich war damals Fraktionsvorsitzende dort und die Präsidentin hatte dann gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden entschieden und empfohlen, dass man das doch versucht, auch auf die Bundesebene zu heben. Und an dieser Demonstration haben Richard von Weizsäcker, Bundestagspräsidentin, damalige Bundestagspräsidentin, Rita Süssmuth, der Bundeskanzler, mehrere Bundesminister, die Regierungschefs der Länder außer Bayern teilgenommen. Und ich denke, so etwas kann und muss man wiederholen. Ich fordere also die Kanzlerin und ihr gesamtes Kabinett auf, in Dresden Zivilcourage zu zeigen.
In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass ich es unerträglich finde, dass die Linke, die Partei, die am konsequentesten gegen Neofaschisten in unserer Gesellschaft kämpft, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass versucht wird, mithilfe der Beobachtung durch den Verfassungsschutz die Linke zu schwächen. Ich glaube, das ist eine sehr ernste Angelegenheit, obwohl der eine oder andere auch mal einen Scherz über diese Beobachtung macht. Die eigentliche Botschaft ist ja, wenn eine Partei oder Personen durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, dass man ihnen unterstellt, gegen die Demokratie aufzutreten, dass man versucht zu verhindern, dass sich Menschen den Positionen zum Beispiel der Partei Die Linke anschließen, mit ihr zusammenarbeiten, vielleicht sogar Mitglied werden. Und das ist etwas, was letztendlich auf die Zerstörung der Partei Die Linke hinwirken soll. Und damit werden wir uns nicht abfinden, sondern immer wieder aufklären. Vierter Punkt, Beschlüsse des geschäftsführenden bzw. Themen des geschäftsführenden Parteivorstandes. Wir haben uns selbstverständlich befasst mit der Vorbereitung der Wahlkämpfe im Saarland und in Schleswig-Holstein. In den vergangenen Wochen bzw. Tagen sind ja in beiden Ländern die Spitzenkandidaten unserer Partei nominiert worden. Das ist zum einen in Schleswig-Holstein Antje Jansen, die bisherige Fraktionsvorsitzende, und im Saarland ebenfalls der Fraktionsvorsitzende der Linken, Oskar Lafontaine. Und wir werden als Bundespartei natürlich beide Bundesländer unterstützen, im Wahlkampf erfolgreich zu sein. Wir haben als geschäftsführender Parteivorstand gerade einstimmig eine Solidaritätserklärung verabschiedet für die Abgeordneten, die im Zusammenhang mit Dresden nazifrei von Immunitätsaufhebung und juristischer Verfolgung betroffen sind. Das sind, ich wiederhole das nochmal, obwohl es schon mehrmals angesprochen wurde, zum einen Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der Linken in Thüringen, und André Hahn, Fraktionsvorsitzender der Linken in Sachsen, die bereits zu Geldstrafen verurteilt wurden, die sie allerdings nicht akzeptieren und in die weiteren Instanzen gehen. Und in der vergangenen Woche hat der Hessische Landtag die Immunität der beiden Fraktionsvorsitzenden der Linken, Janine Wissler und Willi von Ooyen, aufgehoben. Die Situation hat sich verschärft. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat am 19. Januar die Aufhebung der Abgeordnetenimmunität der Bundestagsabgeordneten und Bundesgeschäftsführerin Karin Ley beantragt und des Bundestagsabgeordneten Michael Leutert sowie weiterer Landtagsabgeordneter Falk Neubert, der Sprecher des Bundesausschusses der Linken ist. Und viele fragen sich ja, wie kommen eigentlich diese Immunitätsaufhebungen zustande? Welche Anzeigen liegen dem zugrunde? Und ich finde es ein besonderer Skandal, dass diesen Immunitätsaufhebungen Anzeigen der verfassungsfeindlichen NPD zugrunde liegen. Das Ziel also hier wiederum eine langfristige Verunsicherung der Bevölkerung von Menschen, die mit der Linken sympathisieren. Wir als Linke weisen alle Versuche, antifaschistischen Protest zu kriminalisieren, entschieden zurück. Und wir fordern die Bundestagsabgeordneten auf, dass sie nachdrücklich alle Anträge zur Immunitätsaufhebung in diesem Zusammenhang zurückweisen und damit auch ein deutliches Zeichen setzen, dass antifaschistisches Engagement nicht kriminalisiert werden darf in unserer Gesellschaft. Wir werden trotz aller dieser Maßnahmen, die augenscheinlich auch in Bezug im zeitlichen engen Zusammenhang stehen, zum 18. bzw. 13. Februar mit vielen Mitgliedern, Sympathisanten der Linken nach Dresden fahren, dort gemeinsam mit vielen anderen gegen Nazi-Aufmärsche demonstrieren. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die Mitglieder, Sympathisanten, aber natürlich auch die anderen vielen, die sich an diesen Aktionen beteiligen, nicht davon abbringen lassen und einschüchtern lassen werden. Letztlich haben wir uns im Parteivorstand noch beschäftigt mit einigen Fragen zur Vorbereitung des Parteitages in Göttingen. Wir wollen diesen Parteitag vorbereiten mit mindestens 4 Regionalkonferenzen und sind dabei, natürlich einen entsprechenden Antrag auszuarbeiten, wie wir in das Wahljahr 2013 starten wollen. Soweit.